Herr Dobelli, Sie schreiben über Denkfehler. Gibt es große Denkfehler, die Menschen eigentlich immer wieder machen? Ja, wir machen alle immer wieder. Ich mache sie auch alle immer wieder, obwohl ich die Bücher geschrieben habe. Es gibt ungefähr 120 systematische Denkfehler, in die wir immer wieder tappen, und wir machen sie alle. Ein paar sind gravierender, ein paar sind weniger gravierend, aber wir machen sie grundsätzlich alle, weil sie sind tief in unserem Hirn verwurzelt. Anleger werden ja besonders panisch, wenn sich die Märkte mal bewegen. Gibt es da eigentlich eine Grundregel, an die man sich halten könnte? Ja, die Grundregel lautet: Gucken Sie nicht jeden Tag auf die Märkte. Also wenn Sie Aktien haben, halten Sie die Aktien langfristig und machen Sie sich nicht verrückt, indem Sie jede Sekunde Ihr iPhone checken und nachschauen, wo steht der DAX jetzt. Sie sind der Gründer von Get Abstract. Und meinen Sie, die Menschen lesen genug, oder gibt es da noch Potenzial nach oben? Es gibt wahnsinnig Potenzial nach oben. Ich muss korrigieren, ich bin Mitgründer, aber wir waren drei Partner, die Get Abstract gegründet haben. Wir haben Potenzial nach oben. Man kann nie genug Bücher lesen. Also im Gegensatz zu Medienkonsum, Newskonsum, der wirklich nicht viel bringt, bringen Bücher meistens etwas. Also man kann sehr viel Wissen über die Welt schaffen, indem man Bücher liest. Eine kurze Frage persönlich: Behalten Sie die Bücher oder schmeißen Sie sie weg? Nein, wir behalten die Bücher. Ich liebe Bücher. Ich habe ein riesen Regal voller Bücher. Das Problem ist, dass jetzt immer mehr E-Books auf den Markt kommen und es fehlt mir dann. Ich vergesse dann jeweils, welche Bücher ich tatsächlich habe, weil sie ja nur in elektronischer Form sind. Ich finde das schade. Vielen Dank, Herr Dobelli. Dankeschön.